und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Built by Science. Mein Name ist Philipp Rauscher und ich möchte passend zur Jahreszeit, wenn die Bodybuilding-Saison wieder losgeht, ein Thema ansprechen, und zwar Diät und Wasser ziehen, Wasser zurückhalten, Wasser Retention, also Water Retention, wie auch immer man das Ganze nennen mag. Das ist natürlich kein reines Bodybuilding-Problem, beziehungsweise kein reines Problem von Wettkampf-Bodybuildern, sondern grundsätzlich natürlich von sehr vielen diäthaltenden Personen, die sehen oder merken, hoppla, ich ziehe Wasser, oder ich das Gefühl haben, trotz Kaloriendefizit, trotz viel Training, trotz viel Cardio-Training, letztendlich keine Fortschritte mehr auf der Waage zu machen und das Schlimme, auch optisch sich nicht großartig verändern. Wir wollen heute einfach einmal schauen, welche Probleme gibt das Ganze. Ich bin auf die Idee des Videos gekommen, da ich immer wieder Anfragen von Wettkampf-Bodybuildern im Naturalbereich bekomme, die am Ende darüber klagen, dass entweder nichts mehr passiert oder dass sie wasserziehende, dicke Haut haben und jetzt anfangen wollen zu entwässern mit irgendwelchen dubiosen Strategien. Wir haben das Ganze schon einmal entkräftet, dass diese Entwässerungsstrategien nicht wirklich funktionieren und auch keine gute Idee sind und schon gar nicht für diejenigen eine gute Idee sind, die letztendlich schon diese Probleme haben, mit nicht mehr weiterzukommen in der Diät. Sprich, Personen, die sehr viel trainieren, sehr viel Cardio machen, ein sehr hohes Kaloriendefizit haben. Denn genau das ist das Problem mit dem Wasserziehen. Das heißt, wir haben ein Kaloriendefizit und das wahrscheinlich nicht zu gering, da die Diät möglicherweise schon über 10, 12, 16, 20 Wochen oder noch länger Bestand hat und wahrscheinlich immer mehr Kalorien gekürzt wurden. Und wenn es nicht mehr weiterging, hat man entweder noch mehr gekürzt oder mehr Cardio-Training zugefügt. Zusätzlich kommt natürlich noch das normale Krafttraining. Das alles zusammen ist Stress für unseren Körper. Und Stress resultiert in einem erhöhten Cortisolspiegel. Cortisol, ein Stresshormon, das letztendlich uns diese ganze Suppe erst richtig einbrockt. Das heißt, je höher das Kaloriendefizit und je mehr Cardiotraining wir betreiben, desto problematischer wird das mit dem Cortisol. Und vor allem Frauen sind natürlich hier in ganz starkem und großem Ausmaße betroffen. Denn Frauen haben generell einen niedrigen Grundumsatz. Das bedeutet, sie müssen schon von vornherein die Kalorien recht nieder ansetzen und dafür viel Cardio machen, um letztendlich dann in das optimale Defizit zu kommen. Zusätzlich kommt noch der Menstruationszyklus, der noch einmal für Wasserschwankungen sorgt, und oftmals geht dann auf der Waage einfach gar nichts mehr und es verändert sich auch optisch nichts mehr, obwohl eigentlich Fett abgebaut wurde und das Problem ein reines Wasserproblem ist. Warum ist Cortisol so dramatisch und so problematisch für uns in dieser Situation? Cortisol ist in der Lage, in unseren Zellen an den Aldosteronrezeptoren anzudocken. Das heißt, Cortisol hat eine Affinität für Aldosteronrezeptoren. Und das Problem ist natürlich, Cortisol wird in deutlich höherem Maße als Aldosteron ausgeschüttet, sprich die Bindungsaffinität ist hoch und Aldosteron wiederum führt dazu, dass wir Wasser in unserem Körper zurückhalten. Mit einem hohen Cortisolspiegel provozieren wir also dieses Wasserziehen. Kommen wir jetzt noch, also ich möchte euch auch hier bitten, das Video, das ich euch jetzt noch verlinkt habe, einmal genauer anzuschauen und durchzustudieren. Kommen wir jetzt noch zu diesem Punkt, bei dem wir entwässern wollen, haben wir das Problem, dass wir hier generell noch einen negativen Einfluss auf unser Aldosteron auswirken können und wir verschlimmern das Ganze dadurch nochmal. Das heißt, wir versuchen etwas gut zu machen, versuchen uns zu entwässern, stehen dann an Tag X auf der Bühne mit einem richtig schönen Wasserfilm, mehr Wasser gezogen als zuvor. Was können wir also tun? Was ist die einzige und beste Lösung? Relaxed to ripped, das heißt, wir müssen versuchen, den Cortisolspiegel runterzubekommen. Jetzt ist die sinnvollste Lösung das, was letztendlich keiner hören möchte und schon gar nicht vor einem Wettkampf, wenn man sich noch nicht optimal in Form befindet oder weil man jetzt das Gefühl hat, man muss noch schnell etwas tun, um die optimale Form zu erreichen. Aber genau das könnte ja ins Gegenteil umschlagen. Bedeutet, ich habe jetzt noch nicht meine optimale Form, möchte jetzt dann noch mehr Kalorien einsparen, noch mehr Training, noch intensiver, Supersätze, Reduktionssätze, Intensitätstechniken und Co. Dazu noch mehr Cardio, am besten HIIT. Das alles führt natürlich
dazu, dass der Cortisolspiegel immer weiter steigt und das Problem immer größer wird, obwohl wir eigentlich genau das Gegenteil tun sollten. Das bedeutet, wenn du ein Wettkämpfer bist, wenn du das Problem hast, du hast Probleme mit Wasser halten, mit diesem Wasser zurückhalten, mit einem Wasserfilm, dann würde ich dir empfehlen, versuch auf jeden Fall die letzten ein, zwei Wochen, am besten Minimum zwei Wochen eigentlich, das Cardio zu reduzieren, am besten komplett zu streichen, das Kaloriendefizit eher zu verringern, anstatt zu vergrößern und im Training keine unnötigen Geschichten wie Supersätze, Reduktionssätze, Intensitätstechniken und so weiter einzusetzen, sondern ganz stinknormal progressives Maximalkrafttraining mit niedrigem bis moderatem Volumen. Das wird die Muskulatur über diese zwei Wochen zum Wettkampf hin locker halten und du hast den Vorteil, dass dein Cortisolspiegel gegebenenfalls einfach relativ schnell sinkt und du vielleicht von heute auf morgen 2 Kilogramm leichter aufwachst, weil der Körper endlich das Wasser losgelassen hat. Versuch das am besten mal. Allerdings ist es ganz, ganz wichtig, du musst natürlich im Vorfeld schon ripped sein. Du kannst auch mit dieser Strategie kein überschüssiges Fett wegreduzieren oder durch das Cortisol senken. Das bedeutet, du musst fertig sein in deiner Form. Es darf sich wirklich nur noch um ein Wasserproblem handeln. Wenn du 1 bis 2 Wochen vor dem Wettkampf noch Körperfett zu verlieren hast, hast du schlichtweg deine Diät zu spät begonnen. Das ist wirklich nur eine Geschichte für das Wasser. Speziell bei Frauen natürlich wahnsinnig interessant, da diese sowieso dazu tendieren, mehr Wasser zu speichern. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein klein wenig helfen. Würde mich natürlich freuen, wenn du diesen Channel abonnierst und über deine sozialen Medien weiterempfiehlst. Ansonsten wünsche ich dir bei deiner Diät weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.